Afar im Nordosten von Äthiopien. Über 40 Grad im Schatten. Mit ihren Kamelen ziehen die Nomaden dem Regen nach. Dorthin, wo sie Wasser vermuten. In meist eher abgelegene Gegenden. Ohne Schule. Wie also sollen ihre Kinder etwas lernen? Galimara, so nennen sich die Menschen hier. Die, die mit Kamelen leben. Die meisten Erwachsenen des kleinen Clans der Afar können weder lesen noch schreiben. Ihre jüngeren Kinder aber schon, sowie die siebenjährige Koina. Denn seit 2 Jahren hat der Galimara-Clan eine eigene Schule. Wie andere Kinder auch besuchen Koina und ihre Schwester morgens den Unterricht. Nur dass der in einem Zelt stattfindet, weil ein Zelt eben mobil ist. Ihr Lehrer, Abdu Muhammad Ali, hatte das Glück, schon früher eine Schule in der Stadt zu besuchen. Deshalb haben ihn die Ältesten als Lehrer ausgewählt. Durch das Training einer lokalen Partnerorganisation der Kindernothilfe wurde er auf seine Arbeit vorbereitet. Es geht beispielsweise auch um Gesundheit und Hygiene. Manche Eltern muss man davon überzeugen, ihre Kinder regelmäßig zur Schule zu schicken, sagt Abdu Ali. Vor allem die Mädchen. Koina zum Beispiel fehlt manchmal, weil ihre Mutter sie dringend im Haushalt braucht. Dabei will Koina natürlich lieber lernen. Die etwa 1,6 Millionen Afar leben als Halbnomaden in einem Gebiet, das sich über Teile von Äthiopien, Djibouti und Eritrea erstreckt. Auf der Suche nach Wasser müssen sie immer weiterziehen. Der Abbau der Hütten ist reine Frauenarbeit. Und natürlich hilft Koina auch dabei ihrer Mutter. In 1-2 Stunden ist alles zusammengepackt. Die Männer kümmern sich um die Kamele und um die Schule. Auch die sperrige Tafel muss mit. Und die Tasche mit den Lernmaterialien. Und dann geht es los. Lehrer Abdu Ali führt das Kamel mit der Zeltschule. Im Clan der Galimara ist er längst eine Respektsperson, deren Rat man schätzt. Abends, im Licht einer Solarlampe, unterrichtet er inzwischen sogar einige der Erwachsenen. Im künftigen Lager weht heftiger Wind. Dafür ist es endlich kühler. Aber die Sonne geht bald unter und die Schule steht noch nicht, während die Kinder bereits die Stühle in Beschlag nehmen. Bevor die Zeltschule wieder startet, wird sie von den Afar mit einem Gebet eingeweiht. Koina und die anderen Kinder freuen sich schon wieder auf ihre Schule. Für sie ist sie längst ein ganz eigenes Refugium, in dem sich endlich einmal alles nur um sie dreht.